So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Teil Satisfactory. Ja, ich bin krass süchtig. Ich lege gleich wieder Video an Video hinterher. Aber es wird auch noch anderen Content geben, keine Angst. Heute müssen wir uns unbedingt um die Energieversorgung kümmern, denn die haben wir so ein bisschen schleifen lassen. Wir müssen mindestens doppelt so viel reinkriegen. Und das versuchen wir heute. Mindestens doppelt so viel Strom zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und damit, let's go. Party! Hat mir mit den Sub mein Intro versauert, egal. Ich lasse es jetzt so. Schnecke muss hier hin. Zack, zack. So. Sortieromat. Hier haben wir davon 13. Ja, das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Mir fehlen sehr, sehr viele Sachen. Eigentlich alles. Wie viele Platten habe ich noch? Ja. Ein Stack Platten. Zwei davon. Davon haben wir noch genug. Beton kann man immer mitnehmen. Schrauben, ein Stack verstärkte Platten. Dann haben wir noch 100. Dann nehmen wir mit. Gleich ist mein Inventar schon wieder voll. Davon können wir auch was mitnehmen. Ja, die brauchen wir immer. Eigentlich brauchen wir alles, ne? Zack. Und Röhrchen. Röhrchen haben wir. Ja, komm, so. Das dürfte eigentlich reichen, um da drüben erstmal zu bauen. Wenn wir ganz normal MK1 nehmen, um die mit den Anlagen zu verbinden, das ist kein Problem. Hier brauchen wir bloß 15 pro Maschine. Aber die Zwischenverbindung, die muss mit MK3 passieren. Bei einer Blaupause. Ich hab das leider noch gar nicht freigeschaltet, ne? Ihr seht das oben über mir da. Warum? Dass ich noch. Mir fehlen noch. 73. Nee. 77. 77 Rahmen fehlen mir noch. Und dann kann ich auch Blaupause erstellen. Aber ich habe mir schon Videos dazu angeguckt. Das ist echt cool. Das ist tatsächlich echt cool. Ich denke, ich werde mich da kreativ ein bisschen ausleben. Ich habe da Bock drauf. MK3. So, jetzt ist es daran. Wir haben da unten, wir zapfen gerade zwei normale Quellen an. So, auf diesen zwei normalen Quellen haben wir schon MK2 Miner drauf. In diesen zwei normalen Quellen füllen wir hier im Prinzip dieses Band. Und jetzt füllen wir mit einer Anlage dieses Band, denn ich werde die jetzt übertakten auf 200%. So, das müsste unseren Energie-Output verdoppeln. Rein logisch. Ja, Leute, das ist ja alles noch nicht so hübsch, weißt du, was ich meine? Aber das wird schon noch. Irgendwann baut der DAX auch hübsch. Aber jetzt gerade im Moment geht es hier darum, erstmal das Spiel in den Griff zu bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Kopiere sie doch mit der Taste auf dem Mausrad. Wie nochmal? Wie kann ich das machen? Ah ja. Stimmt. Okay. Ich bin halt einfach noch nicht gut in dem Spiel. Ist wahrscheinlich wieder zum Anwerfen der ganzen Nummer hier. Brauche ich wahrscheinlich wieder mehr Strom, als ich mit dem ganzen Bums hier produziere. Also ich werde wahrscheinlich das zum Anwerfen brauche ich wieder mehr Strom, als das ich jetzt produziere. Dass ich überhaupt mehr Strom... Ach, ist egal. Ihr wisst doch, was ich meine. Kleiner Leggy, Leg. Da wurde einmal gespeichert. Das Ineinanderbauen macht ja auch ganz neue Sachen auf. Und sehr theoretisch hier schön eine Blaupause für alles basteln. Zum Beispiel für einen geilen Miner. Weil einfach so Sachen dran baust. Irgendwann baue ich das noch um. Ich vertröste euch nur, ne? Ich will jetzt erstmal mehr Strom haben. Ich habe andere Prioritäten gerade. Ich baue an anderen Stellen, baue ich die Fabrik hübsch gerade. Ich brauche jetzt erstmal mehr Strom. Das ist mir jetzt erstmal relativ egal, wie es da unten aussieht.
Ich brauche halt unbedingt MK2-Rohre. Und dann kann ich den ganzen Bums hier nochmal angehen. Ne? Dann kann ich das auch nochmal hübscher machen und so. Aber es bringt mir halt jetzt nichts. Ich brauche für eine Anlage mit 12 Dingern, brauche ich jetzt hier zwei Rohre, die nach oben führen. Ich muss jetzt zweimal Wasser nach oben pumpen. Apropos, das muss ich jetzt noch tun. Und dann könnten wir die theoretisch schon die Anlagen anschließen. Ich guck mal ganz kurz in meinen Strom rein. Naja, wenn ich upgrade, muss ich sowieso den Bums hier nochmal abreißen. Naja, das sollte aber erstmal eine Weile reichen, wenn ich das jetzt verdoppelt habe. Welcher Stand für ein Kohlekraftwerk? Aber ich habe da halt echt viel Kohle und einen großen Teich für zum Abpumpen. Ich würde natürlich auch lieber von da oben vom Wasserfall das Wasser runterpumpen und unten halt die Kohlekraftwerke anschließen. Oder was heißt runterpumpen, runterfließen lassen. Dann brauche ich halt keinen Strom dafür zu verwenden. Ich überlege auch schon, ob ich irgendwo vielleicht unter die Kohlekraftwerke jetzt nochmal, ob ich da nochmal Batterien baue. Also ob ich nochmal Strom speichere direkt am gleichen Ort. Ossi, machst du was falsch? Ja, würde ich auch sagen, aber zumindest so ein bisschen als Versicherung? Würde sagen, nein, okay. Ja, ich weiß schon, dass man das ist dann so ein bisschen, dann verliert man seinen Strom so ein bisschen aus den Augen. Und wenn dann der Strom ausgeht, dann bist du richtig am Arsch, finde ich. Man sollte schon immer mal in seinen Verbrauch und den Output reinschauen, wie das so aussieht. So, die Anlage saugt und zack, haben wir schon wieder die Hälfte von unserem Stromoutput, den wir angeschlossen haben, eben verbraucht. Ne, da gehe ich nicht rein. Ne, da gehe ich nicht rein. Da werde ich gleich ans andere Ende der Map gesaugt. Mach doch mal das, was ich von dir will. Hier, sehr gut. Da dürfen wir jetzt nicht reinrutschen, sonst wären wir jetzt hier da hinten gegen den Stein geschleudert. Das wäre nicht so gut. Ich kann leider noch nicht diese... Ne? Deswegen müsste das ja auch nochmal alles umgebaut werden demnächst. Dass ich im Prinzip unten nochmal eine Rampe dran habe, dass das im Prinzip gerade wird. Es gibt Katzen in dem Game. Also pass auf, es gibt einen Arachnophobie-Modus in dem Game, der bei mir an ist. Wenn ich den ausstelle, sieht dieses Ding so aus. Stirb! Du bist so eklig. Bah! Weg. Deswegen habe ich den immer gern an. Weil es ist auch irgendwie witziger, oder? Wenn da so ein Katzenkopf hier... Wo ist jetzt die Katze hin? Direkt unter mir. Klar kann ich die töten. Aber... Also ist auf jeden Fall nicht so creepy, als wenn die wirklich so... Also es gibt Clips von mir, wo ich mich zu Tode erschrecke vor diesen Dingern. Achso, wir müssen ja eigentlich gar nicht... Ach, bin ich dumm. Wir müssen ja eigentlich gar nicht hier hoch. Das ist ja unten die... Plattform, auf der wir... Oh! Ich bin so dumm. Katze, benimm dich. Geh weg. Nein! Oh Gott. Ich erschrecke mich selbst vor diesen Katzen. Oder gehe ich nicht? Ich gehe, glaube ich, hier steil runter. Damit der Weg kürzer ist. Mit den Vierer Foundations. Wird wahrscheinlich auch wieder einen Haufen Energie verbrennen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Stahlbetonträger. Müssen wir jetzt mal schnell mit der Hand herstellen. Auch noch ein paar Stahlträger. Ja, ein paar brauche ich noch. Jetzt fehlen mir Rohre. Ach lol.
immer irgendwas anderes. Ich baue zumindest schon mal, ich schließe das zumindest schon mal hier an den Strom an. Dann kann ich schon mal sehen, wie viel Strom wir hier mit dem Scheiß verschwenden. Ah, es geht noch, ne? Es geht noch. Geht noch. Aber es ist schon wieder... wieder extrem. Ich baue einfach gerne, das stimmt. Und ich habe halt diese Idee von so einem richtig schönen Tube-Bahnhof, wo du dann in die einzelnen Schiebetüren reingehst. Oben drüber ist ein Schild, wo dran steht, wo du hinkommst. Und das würde ich gerne bauen, das würde ich gerne umsetzen. Egal wie viel Strom das kostet, egal wie viel Material das kostet, egal wie viel Zeit das kostet. Ich finde das einfach schön. Ich finde die Kanone irgendwie zu unschön. Ich habe mir davon auch Videos angeguckt. Ich habe es auch ja schon beim Chaos, habe ich es ja auch schon gesehen. Irgendwie in eine Richtung schießen und dann da irgendwo mit diesem Strom-Jetpack da irgendwo andocken, um dann da abzusetzen. Ach, das ist irgendwie, weiß ich nicht, nicht irgendwie unschön. Es fühlt sich an, als ob es vom Spiel nicht gewollt ist. Ja. Ich denke mal, das ist auch vom Spiel nicht gewollt. Also es ist halt so eine Taktik, die sich die Spieler angeeignet haben. Irgendwer hat ja damit angefangen. So, kleiner Speedtest. Jetzt ein bisschen heftig. Jetzt fragen wir uns, an welcher Stelle sind wir denn aus dem System geflogen? Sind wir da hinten aus dem System geflogen, wo im Prinzip unsere Hypertube endet? Oder sind wir schon vorher aus der Hypertube so rausgeglitscht? Da liegt die Kiste. Da bin ich tatsächlich rausgeflogen aus der ganzen Maschinerie hier. Achso, rausgeflogen woanders? Das System hatte ich nur da hingelegt. Ja, ich probiere jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt einfach mal oben und bauen einfach die Hypertube zu Ende. Lass es jetzt erstmal so. Hab jetzt die Kurve ein bisschen smoother gebaut, nicht so rechter Winkel und dann let's go. Und jetzt bauen wir noch die Tube zu Ende. Und dann testen wir einmal vom Kohlekraftwerk zurück. Das müsste besser funktionieren, da sind nicht so viele Beschleuniger. Und dann testen wir noch einmal vom Hub zum Kraftwerk. Ich würde nämlich behaupten, ich bin hier vorne rausgeschossen und bin hier durch den Felsen geflogen. Hier bin ich durchgeflogen, würde ich jetzt mal recht behaupten. Test, Testphase. Jetzt kommt der Test. Das sieht doch okay aus. Guck mal, hat doch entspannt 5 Sekunden gedauert. Maximal. So, jetzt zweiter Test. Zweiter Test. Test Nummer 2. Boah, es geht! Und es hat zwei Sekunden gedauert ungefähr. Aber es geht. Naja, dann haben wir dafür gesorgt, dass wir mehr Energie zur Verfügung haben, um diese dann gleich zu genau den gleichen Output, den wir jetzt heute erwirtschaftet haben, nutzen wir auch gleich für die Hypertube dahin. Ich muss die nochmal ausprobieren. Ist einfach unglaublich, wie schnell das ist. Aber er schmeißt mich gleich hier raus, ne? Das ist natürlich, naja, okay. Ist okay. So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge Satisfactory. Heute, ja, Stromoutput verdoppelt und gleich umgesetzt, um die Hypertube dahin zu bauen.
Hypertube funktioniert, frisst einen Haufen Strom, aber es hat sich gelohnt. Ich finde es cool. Wenn ihr das auch cool findet, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.